Faszinierend. Hallo, hallo, ist das Ding an? Ich grüße euch. Ich bin Merian und habe mir einige USB-Headsets geliehen, um diese an meinem Heimcomputer zu testen und um ja, das beste Soundergebnis für Aufnahmen herauszufinden. Aktuell nehme ich auf mit meinem 0815. Ich gucke gerade mal, ob da irgendein Name draufsteht von irgendeiner Firma. Speedlink-Mikrofon. Das ist so ein Freisprech-Mikrofon, also kein Headset. Das ist auch außerhalb jeder Konkurrenz. Mit dem nehme ich jetzt quasi das Intro auf. Über meinen Realtek ALC 892 Chipsatz on board. Und ja, wie gesagt, das steht außer Konkurrenz. Es dürfte sich komisch anhören, das Rauschen ist wahrscheinlich heftig und wahrscheinlich kriege ich bei etwas härteren Ausdrücken so Pup-Pup-Geräusche. Die klingen etwas komisch, weil kein Popschutz drauf ist. Und ja, wie gesagt, es ist nur das Intro. Und zwar geht es, getestet werden, mein 0815 Speed, nee, das ist kein Speedlink, also wirklich 0815 No Name, na komm her, Platosys HPX 32 NCV. Headset, uraltes Ding, habe ich irgendwann mal bei so einer Schrottwichtelkiste bei eBay war das so mit drin. Da habe ich das abgestaubt. Stereo-Ton-Headset. War bisher in reger Benutzung, auch für Aufnahmen. Hieß aber auch, dass ich im Nachgang immer noch ganz viel an der Tonbearbeitung machen musste hier in Audacity, das ich gerade benutze. Was ich jetzt für diese Aufnahme übrigens natürlich nicht machen werde, da ich euch die Ergebnisse einigermaßen authentisch näher bringen will. Das heißt, all das, was ihr habt, ist oder was ihr hören werdet in den nächsten paar Minuten, ist aufgenommen. Mach mal Puls Audio. Ist aufgenommen über 100% Eingabelevel oder eben Basiseingabelevel, je nachdem, was das System ja als Bestes erachtet. Ubuntu macht das ja automatisch, dass es ein Basislevel vorgibt. Und ja, ne? Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und vorab schon vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Außerdem werden von mir getestet ein Sennheiser Mono Headset mit also USB ein Sennheiser USB Mono Headset mit angeschlossenem Steuerteil, also mit Mute, lauter, leiser und Telefontaste. Ich vermute mal, dass die Telefontaste nicht so viel nutzen wird im normalen Betriebssystem-Modus. Das ist der Testkandidat Nummer 1. Was genau das für ein Headset ist, kann ich leider nicht sagen, denn da, wo normalerweise die genaue Typbeschreibung stehen sollte, ist ein großer Aufkleber, auf dem steht Optimized for Microsoft Link. So. Hätte sich das auch erledigt, aber vielleicht sagt mir das System beim Anschließen gleich mehr. Dann gehe ich nochmal näher drauf ein. Das ist der eine Testkandidat, den ich kurzfristig quasi testweise erhalten konnte zum Ausprobieren. Der andere Testkandidat schlägt in die gleiche Bresche. Ich bin nämlich jemand, der Mono-Headsets präferiert, der gerne auch beim Computerspielen. Ich weiß, das können die wenigsten verstehen, aber gerade bei Aufnahmen gerne noch ein Ohr frei hat, um einfach die Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen zu können. Deswegen auch ein weiteres Mono-Headset. Dieses ist von Logitech. Das ist ein USB-Headset Mono H570E. Genau. Ebenfalls mit kleinem Bedienteil unten drunter. Mute, lauter, leiser und Telefontaste. Also da geben die beiden sich nichts. Welches dann nachher die besseren Ergebnisse abliefert, ja, das wird man hören können. Wie gesagt, das ist ungefiltert. Nun denn, kommen wir als erstes zu dem 0815 Headset, das ich angekündigt habe. Das langweiligste als erstes, das direkt beim Aufnehmen sehe ich gerade irgendwie Probleme zu haben scheint. Die Audiospuren sehen ganz komisch aus. Ich werde nachher gucken, wie es sich anhört. Wie gesagt, das Ganze im Moment über den Audio in der Onboard-Karte, die noch nie sonderlich gut war. Ich habe mir eben überlegt, ich werde auch nochmal die PCI-Karte, die ich jetzt zugesteckt habe, ja wirklich PCI, nicht PCI-Express, die werde ich auch nochmal testen und dann könnt ihr euch quasi so den Unterschied machen oder ein Bild machen von dem Unterschied. Jetzt ist das Headset erstmal auf meinem Kopf. Der Aufnahmepegel steht im Moment bei 48%. Ich hätte gerne angefangen mit Basis,
also mit dem, was das Betriebssystem als Basis definiert. Aber ich kann das ja mal runterschalten. Wir sind jetzt bei 48. Ich gehe jetzt runter Richtung Basis. Und ich nehme an, jetzt steht jetzt noch bei 10%. Ich denke, ich bin nicht mehr zu hören. Dabei bin ich relativ laut. Deswegen gehe ich jetzt mal wieder. Mache ich jetzt mal wieder lauter. Also da passiert nicht so viel. Und jetzt bitte kein Headset tragen. Ich drehe jetzt mal hoch auf 100. Den Ausschlag fand ich eben ein bisschen extrem. Ich rede wirklich nicht laut. Aber die Ausschlagwellen, die ich hier kriege, die sind immens. Also hoch im roten Bereich. Auch das ja nicht so super toll erkannt vom System oder wie auch immer. Ich gehe mal wieder zurück. Auf ja, 45%, auf die goldene Mitte. Und ja, der Vorteil von dem Headset, weswegen ich es sehr mochte und mag eigentlich auch, ist halt, es hat einen, ja, auch so einen Clip am Kabel, wo man lauter und leiser drehen kann, unabhängig vom Betriebssystem. Das finde ich bei Headsets immer sehr, sehr angenehm. Und man hat einen Mikrofon-An- und Ausschalter. Ich kann also das hier machen und dann sollte meine kurzen Störgeräusch. Oh je, meine, ich bin mal gespannt, wie das klingt. Ja, kann ich quasi das Mikrofon zu- und abschalten. Das geht quasi auch. Das zudem, ich werde gleich selber hören, wie sich das ungefiltert anhört. Ich weiß, es kann eigentlich nicht sehr gut sein. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Also, das zum Thema No Name Headset, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil es einfach so random No Name ist. Gut. So. Umgestellt. Das ist also jetzt das zweite. Was rede ich denn da von Quatsch? Das ist also jetzt weiterhin das No-Name-Headset. Das ist das einzige Klinken-Headset, was ich habe. Deswegen dachte ich mir, ich teste beide Karten mal durch. Jetzt nicht mehr auf der Onboard-Karte, auf der Realtek-Onboard, auf dem Realtek-Onboard-Chip, sondern eben auf einer separaten PCI-Karte, die da sein dürfte. Zumindest sagt mir das Betriebssystem. Eine SB Live Emu 10K1 beziehungsweise eine SB Live 5.1 Modell SB 0100 Analog Stereo. Ja, nichts Besonderes. Irgendwann mal vor über 10 Jahren abgestaubt und seitdem tut sie ihre Dienste. Aber wie ich vermute, beziehungsweise wie meine Erfahrung auch immer zeigte, relativ rauschbelastet, sodass halt im Nachhinein in Audacity eine Rauschkorrektur nötig war, die ich, möchte ich wiederholen an der Stelle, nicht, also diese Aufnahme nicht durchführen werde. Das heißt, das, was ihr jetzt hört, ist das, wie es bei mir quasi direkt auf der Platte landet nach der Aufnahme, bevor ich es bearbeitet habe. Im Moment steht, so wurde es sofort erkannt, der Eingabepegel direkt bei 100%. Das erscheint mir auch vom Ausschlag her eigentlich ganz vernünftig. Ich gehe mal runter auf Basis. Ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt noch zu hören bin. Wahrscheinlich nicht mehr sonderlich gut. Nee, da ist nicht wirklich viel dahinter. Deswegen gehe ich jetzt wieder hoch auf 100. Und ja, da scheine ich eigentlich ganz verträglich, ganz sozial verträglich anzukommen. Die Aufnahmequalität hier also schon deutlich besser als vom Onboard-Chip. Habe ich recherchiert, deswegen habe ich überhaupt diese PCI Express-Karte damals eingebaut. Also eine separate Soundkarte mit einem eigenen Soundchip ist weniger störanfällig als halt der Soundchip auf dem Mainboard, wo natürlich auch der ganze andere Kladderadatsch vorbei und drüber saust und hast denn, also ich kenne mich nicht im Detail aus, aber der Soundchip auf dem Mainboard wird halt beeinträchtigt von CPU, RAM und was da nicht noch alles kreucht und fleucht. Und der reine Aufnahmevorgang, der Wandler von Audiosignal nach digital, der eben dann nicht direkt neben der CPU sitzt oder bei der CPU, sondern auf so einer separierten Karte, eben auf der separierten Karte, der hat da weniger Störeinflüsse, aber trotzdem, meinetwegen auch geschuldet dem PCI-Anschluss, auch hier nicht ein super rauscharmes Bild. Und ja, darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Das ist nur zur Einführung. Das ist quasi der Ist-Zustand. Den habt ihr jetzt erfasst. Einmal Onboard, einmal PCI. Und jetzt kommen eben besagte USB-Headsets. Und ich bin gespannt, ob die ein Rauschlevel haben und wie sich das auswirkt. Ja, genau. So, da sind wir. Jetzt ist am Start das, ich schaue nach, Sennheiser SC30 vor Link. So wird es mir angezeigt im System. So identifiziert es sich also als USB-Gerät.
Hatte ich an diesem PC noch nie angeschlossen, hat sich jetzt sofort eingepegelt, also von selbst eingepegelt in der Lautstärkeregelung vom Puls bei 74%, sprich minus 8 dB. Im Ausschlag, ich werde es gleich hören, wie es ist, im Ausschlag sieht es relativ leise aus. Deswegen gehe ich jetzt mal hoch auf Basis, das sind 83% minus 5 dB. Der Ausschlag sieht jetzt nicht sonderlich besser oder lauter aus. Ich nehme das einfach mal so hin. Und also wie gesagt, es ist ein Mono-Headset. Ich nehme an, es ist so gedacht, dass das Hörteil auf der rechten Seite ist vom Ohr. Das Hörteil ist gut gepuffert mit so ein bisschen Schaumstoff, wobei ich mir bei Schaumstoff immer nicht ganz sicher bin, ob der nicht irgendwann nachgibt und dann irgendwie zerfluselt in der Wohnung rumliegt, beziehungsweise ob man nicht irgendwann das nachkaufen muss oder alternativ dazu direkt die Hörmuschel, also das Plastik aufs Ohr gedrückt bekommt, was ja dann auch nicht so geil ist. Jetzt im Moment ist das Ding erstmal neuwertig, relativ und einigermaßen, was heißt einigermaßen, es ist eigentlich relativ bequem. Wobei ich sagen muss, ich habe es auf der größten Stufe stehen, also auf die größte. Ich habe einen Dickkopf, das sage ich dabei. Ich habe auch immer ein Problem, Mützen zu kaufen. Ich habe es auf der größten Stufe stehen. Und ja, sehr viel kleiner dürfte es nicht sein. Also ich habe gerade so, dass dieser, das heißt gerade so, ich habe gerade so, dass dieser links, dieser Halterung, die quasi den Gegenpressdruck auf das Ohr ausübt, dass die gerade noch so Gegenpressdruck ausüben kann. Ich drücke mal ein paar Knöpfe. Ich teste mal, ob von Bordmitteln her ohne größeres Zutun der Mute-Button funktioniert. Nämlich genau jetzt. Ja, das hat funktioniert. Scheinbar auch ohne Ausschlag und Störgeräusch oder sowas. Bei dem anderen analogen Schalter eben hatte man ein kleines Störgeräusch gesehen. Lauter und leiser ist das interessant, wenn ich auf lauter und leiser drücke. Also ich habe das im Moment nur als Headset. Nur als Mikrofon. Ich habe jetzt nicht auf den Ton. Den Ton habe ich jetzt nicht im Ohr. Wenn ich auf lauter und leiser drücke, kriege ich zwar kurz die Soundanzeige angezeigt im System, hat man jetzt nicht gesehen. Aber sonst passiert nichts. Und sie kommt nur einmal. Also ich kann jetzt auch drücken, wie ich lustig bin. Da passiert nichts. Naja. Und die Telefontaste tut erwartungsgemäß was? Ja, rein gar nichts. Ich denke mal, das wäre dann interessant, wenn man wirklich, ja, ich sag jetzt mal, Link, Skype oder sonstige Softwarelösungen installiert hätte. Und ein Anruf reinkommt und man drückt drauf und hat einen Anruf im Ohr. So viel zur Theorie, das werde ich hier nicht testen, aber ich wollte trotzdem mal mir das nicht nehmen lassen, auf den Buttons rumzudrücken. Ich gehe final nochmal hoch auf die 100%. Nicht wundern, also jetzt steht es bei 100%, also 0 Dezibel Abzug. Der Ausschlag ist jetzt immer noch nicht so megamäßig, also über das analoge Headset, was an den Onboard angeschlossen war, eben hatte ich mehr. Aber da waren natürlich auch die Störgeräusche besser. Vielleicht ist dafür jetzt hier die Soundqualität ist halt super. Werde ich gleich testen. Ich bin hier erstmal fertig. Und als nächstes hört ihr dann das Logitech-Headset. Bis gleich jetzt. Sofort quasi. Auch hier noch kurz das Umstellen vonnöten gewesen. Ich wechsle auf Eingabegeräte. Das ist also jetzt das Logitech USB-Headset Mono H570e. Und ja, bisher sieht das erstmal ganz gut aus. Es hat gestartet bei 83% minus 5 dB. Das ist auch der Wert, der vom System her als Basis ermittelt wurde. Der Ausschlag sieht, ja, ich sag mal, ergiebig aus. Ich habe mir eben überlegt, ich werde das Video nicht mit den Sounddateien verarbeiten, sondern ich werde einfach ein Bildschirmabfoto-Dings von meinem Monitor machen, von dem hier. Jetzt sieht man meinen Mauscursor auch. Und dann seht ihr auch den Ausschlag. Dann wisst ihr mal, was ich meine, wenn ich von Ausschlag spreche. Ja, jetzt beim Tragen. Also hier ist im Vergleich zu eben jetzt nicht die größte Stufe notwendig, um meinen Kopf zu passen. Das Ganze scheint aber eher wiederum im Gegenteil zu dem anderen dazu ausgelegt zu sein, dass das Ohr auf der linken Seite ist. Wie gesagt, auch ein Mono-Headset. Das Kabel ist relativ üppig, mit dem Nachteil, dass ein Teil des üppigen direkt am Mundstück ist. Will sagen, das ist jetzt im Moment noch aufgewickelt, damit ich in Griffweite diesen Controller habe mit der Mute-Taste und so weiter und so fort. Wenn ich das abwickeln würde, würde der, wenn ich sitze, wahrscheinlich irgendwo an meiner Hüfte hängen oder vielleicht noch tiefer. Das finde ich blöd, deswegen habe ich es oben aufgewickelt gelassen. Und ja, testen wir mal die Tasten. Bevor wir lauter drehen, testen wir mal die Tasten. Also jetzt erstmal die Mute-Taste. Okay. Das ist ja interessant. Ich habe ein Piepgeräusch im Ohr, wenn ich eine Taste drücke. Also hier tutet etwas, wenn ich was drücke.
Es wäre interessant zu wissen, ob das in der Aufnahme nachher auch drin ist. Na gut, das werde ich herausfinden. Lauter und leiser, lauter und leiser macht erfahrungsgemäß was? Okay, es tutet kurz. Okay, das Headset wird lauter. Das Tutgeräusch im Headset wird lauter und leiser, aber ja, macht natürlich keinen Sinn, weil ich höre ja nichts über das Headset. Aber scheinbar scheint es zu gehen. Die Anruftaste tut was? Rein, gar nichts. Also auch hier eher auf eine Anwendung ausgerichtet. Ab Werk tut Linux da oder Ubuntu da nichts mit dieser Taste. Gut. Wie gesagt, wir sind bei 83%. Ich drehe mal eben hoch auf die 100 und gucke mal, ob das noch einigermaßen gut bleibt oder ob der jetzt anfängt massiv zu übersteuern. Ladidadidu. Ja, doch. Also jetzt rutscht der Ausschlag schon mal in den grauen Bereich. Und auch oben sieht man teilweise die Farbe rot aufleuchten. Wie sich das jetzt auswirkt, ob da jetzt irgendwie Störgeräusche, Püpp-Püpp-Geräusche, irgendwie Rauschen, werde ich gleich wissen. Hört ihr quasi gerade jetzt. Ich drehe mal wieder runter auf Basis. Und was gibt es noch zu sagen? Die Kabel auch bei dem Sennheiser und bei dem sind relativ üppig, also das sollte möglich sein. Und was ich eben vergessen habe zu erwähnen, die Headsets sind jetzt jeweils nicht über eine Verlängerung oder über einen Hub, sondern direkt am Mainboard angeschlossen. Auch nicht über eine Zusatzkarte, sondern wirklich oberster Mainboard-Anschluss. Ansonsten möchte mir an der Stelle nichts einfallen. Das war der Vergleich. Jetzt seid ihr dran. Ich werde mein eigenes Urteil fällen, aber jetzt seid ihr dran. Welches der fünf, eigentlich sind es ja fünf Aufnahmemöglichkeiten, das freistehende Mikro, was völlig außer Konkurrenz war, das Headset einmal am internen Sound und einmal an der speziell dafür angeschafften PCI-Soundkarte, das Sennheiser-Headset und das Logitech-Headset. Welches davon hat euch am besten gefallen? Welches hat euch am wenigsten gefallen? Und ganz, ganz wichtig, warum? Denn das möchte ich, ja, das ist ja auch für mich nicht unrelevant. Ihr seid ja quasi die Zuschauerschaft und für mich ist das ja auch wichtig, was ihr hören möchtet oder was euch stört an so einer Aufnahme. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dem, wenn ich mich so drehe, ich glaube, das ist das Kabel, macht immer mal so klick, klick, klick. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht. Muss ich mal gleich gucken. Naja, gut, okay. Also hier erstmal Schluss mit lustig, Schluss mit testen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Sagt mir das, was ihr mir sagen wollt. Gebt mir Feedback, ich würde mich sehr, sehr freuen. Macht das gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Und ja. Tschüssen.